Ins Tal runterschauen und eine schöne Musik hören. Das ist das Zillertal. Na, der hängt jetzt im Schienen aus. Ein weitmännischer Blick auf den Wildbestand. Man soll wieder versuchen, dass man einfach die Natur genießt und die Jagd gehört dazu. Wenn's unten im Tal tuscht, sind's wahrscheinlich die Schützen. Tradition, das Zusammenleben, die Gemeinschaft im Ort. Und die Almbauern kümmern sich bei jedem Wetter um ihre Tiere im Gebirge. Ich ist richtig ein Almfieber. Und wenn man das Almfieber einmal hat, sagt man, auf Werk mach nicht mehr los. Der Zillertaler Dockel, den gibt es ja eigentlich nur einmal. Es ist ein Tal, was seinen eigenen Schuh eigentlich kreiert hat. Gemeinschaft und Natur. So ist das Zillertal. Das ist mein gutes Kind. Spielt gern mit der Harfe. Hä? Ja. Die Zillertaler sind lustige Leute. Bei uns im Zillertal ist die Beerdigung lustiger wie in Obrintolo eine Hochzeit. Im Tiroler Zillertal ist man dem Himmel ziemlich nah. Auf 1000 Meter Seehöhe im Tal, auf 3500 Meter am höchsten Gipfel. Ein Seitental führt hinauf nach Gerlos. Hier hat das Jagdrecht seit dem 11. Jahrhundert Tradition. Und die Einheimischen schauen auf ihre ewigen Jagdgründe. Der Ecker Hermann ist Berufsjäger und führt seine Gruppe hoch auf den Berg. Die Natur bedeutet für uns eigentlich alles. Es ist eigentlich eine Pflicht für uns, dass wir die Natur erhalten, die Wildtiere und natürlich auch auf den Wald schauen. Es liegt einem schon schwer im Herzen. Also, es ist eine große Leidenschaft. Und das ist natürlich schon bärig, wenn man das im Job ausleben kann. Gemeinsam mit dem Kammerlander Martin, dem Gerloser Vizebürgermeister, steigen die Jäger in ganz besondere Mission zur Schönbichelhütte auf. Die uralte Jagdhütte liegt versteckt im Wald. Die Herren rücken an, um sie in Schuss zu halten. Ah, Gregor, jetzt sind wir da. Ja, gewaltig. Schau, die Uhr, die Mann, der schon Bärig gemacht haben, um die Tochrinnen schon. Ja, Teufel ist ein Hand, du. Schneidig. Jetzt können wir mal schauen. Wenn wir vielleicht mal einen Schnapsel kriegen da oben. Alle helfen hier zusammen, um den Bestand der alten Holzhütte zu erhalten. Ja, Robert. Servus. Habe die Ehre, grüß dich. Mensch, na, schaut so bärig aus jetzt, ha? Schöne Woche. Teufeltack, der Mann, der du. Rasse gebaut. Neue Tiere. Schau dich um. Gewaltig, du. Einst waren die Arbeiter für die Errichtung der Jagdhütte wochenlang auf dem Berg oben. Zimmerer wie der Haas-Georg bauen sie heute wieder auf. Mit viel Respekt für die Arbeit von früher. Die Hütte ist vor 100 Jahren gebaut worden. Jetzt musst du dir vorstellen, vor allem mit den Mitteln, die sie dazu mal gehabt haben, ist alles mit der Hand gekackt worden, mit der Handsäge und alles. Die Jungen, die können sich das wirklich nicht mehr vorstellen. Was die Leute eigentlich geleistet haben. Die haben die ganze Woche herumgeschlafen. Und auch bei jedem Wetter. Nicht? Das ist. Und bis er es damals auch gehabt hat, schon mit seinem Freien schlafen. Unter den Bäumen. Und du hast sicher 50 Jahre nichts mehr gemacht bei der Hütte. Und umso mehr ist er oft wieder mal, wenn du wieder mal umfängst, dann tust du halt wieder arbeiten. Ah,
Servus, Mann da. Grüß dich. Georg, grüß dich. Wie war? Wie tut's eigentlich? Kommt sich auch da? Gut, gut. Immer fleißig. Immer fleißig, ja. Wie lange seid ihr jetzt schon da? Ja, den 15. Tag. Den 15. Tag jetzt? Ja, aber steht ja ganz unter Bau, es noch zu machen gewesen, die ganzen Tramen und alles aufzuheben, ist gewesen, die Hütte, die Wolle auch gefault. Wolle auch gefault? Alles auch gefault, ja. Wann ist die gebaut worden? 1925. Wie haben wir es oft mit der Fichtfeier? Ja, Samstag. Machen wir einen Samstag, oder? Ein Samstag? Ja. Ja, fucken wir uns ein bisschen zusammen, ne? Aha, Georg. Ja. Stammball-Schnaps, das hast du schon, find's, oder? Ja, aber natürlich. Jetzt haben wir schon teuflisch geschwitzt. Drauf. Ja, ja. Nein, Robert, magst du das bitte? Ja. Gesundheit. Gesundheit. Mit dem Holz aus den Gerloser Wäldern wird die Hütte renoviert. Wir sind jetzt hier ungefähr auf 2000 Meter. Wir sind komplett im Zirnwald. Da geht keine Straße hoch und gar nichts, also reine Natur. Die Jäger machen sich auf den Weg zum Gamsköpfel. Von hier aus hast du den besten Blick über alles. Schauen wir mal. Schauen wir mal ein bisschen, hallo. Vielleicht sehe ich mal was. Vielleicht schauen wir etwas an. Wie hoch ist der Hang? 2800 haben wir. 2800, ja. Was haben wir da hinten für einen Belt? Oh, das ist das Ding, die Wildkohlspitze. Ja, die Wildkohlspitze. Die ist da noch in Schnee jetzt. Die Vorgänger, die haben da auf der Hütte, die waren meistens so ein, zwei Tage da. Und dann sind sie da auf das Gamsköpfl umgegangen und haben da eigentlich Jagdschutz gemacht. Sie haben da geschaut, Wilderer. Sie haben das Bild beobachtet. Sie haben einfach geschaut, dass halt einfach alles seine Ordnung hat. Da. Der Platz ist halt so speziell, weil da das ganze Tal aussieht. Und da direkt hinter uns ist der Hauptbrunftplatz von den Hirschen. Und da sitzt man sich dann halt in der Brunft her und kann genau beobachten, wo welcher Hirsch ist, zu welcher Zeit. Wir hegen ja das Wild und deshalb glaube ich, sollte man sicher, es sind viele Fehler passiert. Man sollte von dem Trophäenkult wegkommen. Man soll wieder versuchen, dass man einfach die Natur genießt und die Jagd gehört dazu. Derweil es oben am Gipfel gemütlich ist, haben es die Leute im Tal lustig. In Gerlos ist heute Bauernmarkt. Da kommt alles frisch auf den Tisch, was die Bauern hier so herstellen. Der Hotter Helmut vom Zellberg hat eine ganz besondere Leidenschaft. Alpenrosen und Blütenhonig-Spezialitäten. Das ist Blütenhonig von 900 Meter Seehöhe Richtung Gerlos-Ötschen. Und die Kerzen, die mache ich auch alle selber. Ja, sind alles Bienenwachs. Alles Bienenwachs. Aber diese Kerzen, die du da gekauft hast, die tue ich drehen. Ja, alles gedreht, ja. Das haben wir. Es wird gedreht, schau. Immer zurück, dann bleibt oben diese Form. Und die Vogt Karin bringt am Bauernmarkt uraltes Wissen und das Volk. Hallo, wie kann ich dir helfen? Die Jägerin macht Salben und Cremen aus Wildtierfett. So, wie man es im Zillertal schon vor 100 Jahren gemacht hat. Ja, ich töte Tiere. Nur, ich bin, wenn es so etwas gibt wie eine grüne Jägerin, bin ich es. Weil ich verarbeite alles. Ich verarbeite das Fleisch, ich verarbeite die Felle, ich verarbeite die Fette. Arzneien aus dem, was man aus Tieren gewinnen kann, haben hier viel Geschichte. Ärzte waren teuer, Ärzte wollen weit weg. Man hat immer sich mit dem geholfen, was man da hatte und vor der Tür hatte. Und wir haben alles.
So, jetzt werden wir mal das umschmeißen, das Mirsel. Jetzt probieren wir es einmal. Hopp. Gleich beim Bauernmarkt ist das Jägerstüberl vom Kammerlander Martin. So, dann geht dir. Wo haben wir denn den Pfiffchen für den Schützen? Der Martin ist aber nicht nur Wirt, sondern auch Schützenhauptmann. Als Chef der Gerloser Schützenkompanie versammelt er seine Manda vor dem Ausrücken in seinem Gasthaus. So, Manda, jetzt geht's los, du. Na, geh, Wahnsinn, Digga. Da gehen wir gestärkt zum Ausrufen. Servus. Jetzt gehen wir heute mal um, nicht? Seit 50 Jahren gibt es die Schützenkompanie Gerlos. Für so manchen ein wiederholter Grund zur Freude. Vom Briefträger bis zum Hoteliersohn schätzen die Männer die Schützentugenden. Tradition. Tradition, das Zusammenleben, die Gemeinschaft im Ort. Ausrichten, rechts ausrichten. Schulter! Bitte Abmarsch zum Platzkonzert. Als Hauptmann gibt der Martin das Kommando zum Gerloser Schützenaufmarsch und Blasmusikkonzert. Kompanie. Hab Dach! Schulter! Laden! Laden! General de Charge, fertig! Hoch an! Schulter! Links und der abschließende Marschbefehl lautet dann natürlich Zielort Jägerstüberl. Links um. Liebe Gitti, dass wir heute bei dir einkehren dürfen, möchten wir dir heute eine Ehrensalve abgeben. Hoch an! Hier beim Gasthaus von Martin spielt sich nicht nur heute das Dorfleben ab. Der Zillertaler hält die Dorfgemeinschaft zusammen. Meine Hauptfunktion bin ich Wirt. Dann bin ich noch Vizebürgermeister, bin Schützenhauptmann, Bataillonskommandant. Und wir treffen uns dann nicht nur als Schütze, sondern auch im Lokal. Und der Martin ist ja sowieso ein Wirt, der ohne Menschen nicht auskommt. Wir sind ein kleines Dorf, wir haben nicht einmal 800 Einwohner. Und es ist ganz wichtig, natürlich trifft es dann manche bei zwei oder drei Vereinen. Aber ich finde es einfach wichtig, der Zusammenhalt und die Freundschaft und das Kulturelle, das gehört einfach zusammen. Und der Zusammenhalt bei uns im Dorf, der lebt mit solchen Personen wie beim Martin oder, wenn wir zuerst gehört haben, beim Kapellmeister, beim Wolfgang, der was das schon seit über 35 Jahren führt. Thank you.
Wenn im Zillertal die Wolken tief hängen, regieren auf den Almen hoch über dem Tal Nebel und Regen. Tagesbeginn auf der Riederhochalm für die Almbauer. Ah, oh, was haben wir denn heute für ein Wetter? Oh ja. Bisschen neblig, hä? Neblig kann man heute. Weil ich jetzt die Geitling starten. Ja. Ich muss heute noch kribbeln, Butter machen. Ja. Und auf dann sieht man, was noch alles kommt. Der Gaber-Toni und der Rauch-Toni müssen auch bei Schlechtwetter nach ihren Almkühen Ausschau halten. Ich schaue ja eigentlich täglich nach ein Jungviech, weil die haben mich eigentlich am Hochleger oben, weil die bewegen sich ja. Wenn es schneit, zieht das Jungvieh meistens nach oben. Und oben ist irgendwo Ende. So ein Wetter, sicher, dann haben wir gar nichts. Aber mir kommt viel mehr her, etwas. Los einmal! Da oben! Ja, schau mal mit dem Glasl. Mir kommt schon viel, dass etwas früher geht. Ah ja! Da waren sie oben, schau mal her. Wir gehen jetzt auf unseren Hochleger aus Gorbach. Weil wir da oben in unser Jungviech kommen, da müssen wir alle Tage auf und schauen, ob es alles passt. Ja, das Vieh ist für mich alles. Wenn es auf Viech gut geht, geht es mir auch gut. Da ist auch nicht alles eingezäunt und da muss man so schauen, dass sie sich nicht versteigen und so. Dass keiner anstürzt. Ja, die haben ein großes Gebiet und da können sie sich eigentlich über den Sommer ein bisschen austoben. Heute hören die Almbauern nach rund 2 Stunden Gehzeit den vertrauten Klang der Kuhglocken. Wir können ja noch die Schellen oder noch die Glocken von Weitem. Also wenn es so Wetter ist wie heute, dass man sich da gleich ein bisschen orientieren kann beim Nebel, wer wo umgeht. Ja, wir haben ganz eine gute Mensch-Tier-Beziehung, also die Gewissen, wie man sich, die gehen uns eh schon gleich zu, wenn man kommt. Die Gewissen haben vielleicht ein bisschen wilder, aber nein, das ist ganz, ganz interessant. Die lassen sich gern hernehmen und streicheln. Ja, ich fühle mich schon wohl, weil ich war ja nicht da, ne? Das tat ich halt etwas anders, ne? Was mir besser taugt. Aber mir taugt schon. Ich habe das richtige Almfieber. Und wenn man das Almfieber mal hat, sagt man, auf welch mach nicht mehr los. Ah, Kiel lang, geht's auch da. Ich hatte noch was Gutes dabei. Ah. Währenddessen verarbeitet auf der Hochalm die Gaber-Monika die Kuhmilch. Almleben bedeutet für mich auch oft Freiheit, auch oft Anstrengung. Man muss auch mit der Natur leben, weil wir müssen uns nach Natur richten. Buttermodeln steht heute auf dem Almarbeitsplan. Das ist ganz etwas Traditionelles, weil früher ist die Milch alle auf der Alm herumgeblieben. Da haben sie müssen die Milch verarbeiten. Und durch das ist oft dann eigentlich das Buttern immer ein richtiges Almdasein gewesen. Am frühen Abend kommt dann Leben in die Hütte. Kinder und Enkelkinder sind zu Besuch. Wenn man innen in der warmen Stube hockt, das ist schon so eine Art Gemütlichkeit. Und wenn die Familie da noch, auch noch herum ist und mit der zusammen sitzt, das ist einfach so eine schöne Gemeinsamkeit, was man miteinander leben kann. Es ist alles ein bisschen auf die einfache Basis. Einfach ist auch das Almessen. Toni bereitet das traditionelle Mehlamurs zu. Das ist halt noch urig wie halt früher. So, jetzt muss ich aber mal dran. Moment. Schwingen. Wenn man das Gefühl hat, unten ist es schön braun,
Dann machen wir ein bisschen Butter drauf, das schwingen und das schwingen. Tränen in der Luft. So, Anna, deine geworft schon bald fertig. Gewaltig, ja, gar nicht so schlecht. Aber jetzt machen wir mal kurz Kaffeepause. Der Toni ist seit 40 Jahren auf der Alm. Ja, der ist jetzt schon gut. He? Wenn man ab und zu wenn man braucht, so wie zum Beispiel beim Schneider oder was, dann ruft man die Kinder an oder die Verwandten, auf kommen die und helfen. Und jetzt, wenn die Enkelkinder da hinkommen, das auch schon wieder weitergeben, dass das Almleben auch ein besonderes Leben ist. Mit der Rückkehr der Milchkühe geht der Almtag zu Ende. Ich glaube, ich konnte in der Stadt nicht leben, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen. Und ich bin einfach mein freier Mensch. Zum traditionellen Dorfleben im Zillertal gehört auch das Wirtshaus. Hier in Stumm packen gleich drei Generationen beim Nester an. Das Haus ist 16. Anfang 17. Jahrhundert gebaut worden. Ganz genau weiß man es nicht, weil wir keine Aufzeichnungen gefunden haben, die so lange zurückgehen. Aber auf alle Fälle, es ist alt. Der Hauser Georg Junior ist in fünfter Generation Hausherr und serviert deswegen auch gerne Traditionelles wie die Zillertaler Ofenleber. Beim Georg trifft es sich gut, dass er gleich zwei Berufe meisterlich gelernt hat: Koch und Metzger. Die Kombination, wie wir sie jetzt da haben mit Metzgerei und Gasthaus, ist sicher eine glückliche. Und das erfreut uns, weil man es lang durchgehalten hat, ohne dass das der Fall war. Glücklich sind auch die Hausers mit ihrem Georg. Denn er hält das Wirtshaus am Laufen. Und er braucht die Familie. Das ist das Fundament für alles. Ohne Familie. Für was soll ich das alles auf mich nehmen? Wenn niemand da ist, der es mit mir erlebt, mitlebt. Man merkt die Tradition, also es wird von Familienbetrieb, du bist sofort in einer Familie und eben, es ist alles hausgemacht. Handwerk hat in Stumm viel Tradition. Gleich ums Eck vom Wirtshaus, also der Nachbar vom Georg, arbeitet der Hartl Günther. Auch so ein fleißiger Zillertaler. Das Dockelmachen ist ein traditionelles Handwerk. Also keine Ahnung, wie alt das wird es wahrscheinlich geben, seit es den Lohn und die Tracht, die Zillertaler Tracht gibt. Die Verbindung da zu einem Hartl Günther zum Beispiel, was jetzt da bei uns die Dockel macht, ist von klein auf. Wir sind zum Günther als Kinder schon hingelaufen, weil wir eben entweder einen Dockel gebracht haben, weil wir einen Fußballschuh gebracht haben, weil wir das gebracht haben. Günther hat uns das besorgt. Das Zillertal ohne Dockel, das ist für mich nicht vorstellbar. Und jeder Zillertaler ist auch stolz auf den Dockel. Gell? Das muss man wirklich so sagen. Egal in welchem Ort ich bin und ich kann einen Einheimischen fragen, was ist ein Dockel, der wird das kennen. Der Dockel ist aber nicht nur ein Schuh, er ist lebendige Zillertaler Geschichte. Vor allem, was heute die älteren Leute uns oft erzählen, ist das Einzige, was sie sich noch erinnern können, dass das die einzigen Schuhe waren, die sie zu der Winterzeit gehabt haben. Der Dockel gehört sicher zu dem, die Identität vom Zillertal. Es ist ein Tal, was seinen eigenen Schuh eigentlich kreiert hat. Und der Zillertaler Dockel, den gibt es ja eigentlich nur einmal. Es wird der so gemacht, nur bei uns. Also ich habe es in keinem Teil der Erde nur einmal gesehen. Die Hartl Marion
ist die Frau von Günther und auch begnadete Dockelmacherin. Mit den Dockeln ist es so gewesen, da haben sich die Bäuerinnen getroffen, haben für die ganzen Familienmitglieder die Dockeln gemacht. Und so ist das auch wieder auf die Jungen überliefert worden. Heute kennen ja die wenigsten noch das Handwerk. Früher haben sie es aus der Not gemacht, weil ja die nichts anderes gehabt haben. Sie haben Schafwolle gehabt, haben die Wolle ja irgendwie verarbeiten müssen. Und haben halt, weil sie ja schon nichts gehabt haben, haben sich da die Dockeln gemacht, schon vor hunderten von Jahren. Und wir haben das aufgegriffen und haben das eigentlich wieder zum Leben erweckt. In der Manufaktur der Hartls arbeitet auch noch Oma Gretel mit. Mami, kannst du mir das bitte nehmen und dann für die Anna? Danke. In vierter Generation und mit ausgeklügelter Logistik. Gretel, hast du was für mich? So, Achtung. Danke. Bitte. In der Arbeitsstuben geht das Dockelmachen gesellig von der Hand. Fast so wie früher in den Bauernstuben. Wir haben es eigentlich auch lustig, muss ich sagen. Ja, Blödsinn haben wir viel. Und, ja, und das macht es aber auf der Nette zu arbeiten. Man geht gerne an die Arbeit und ja, man freut sich. Weil es ein Produkt ist, wo man sieht, dass was gemacht worden ist. Marlene, könntest du mir auf den Tag machen? Ja, bitte. Das ist jetzt der Roggenmehl und Wasser, das ist unser Kleber. Mit dem werden die Lagen miteinander verbunden. Das ist ganz ein natürlicher Kleber und der hebt Bomben fest. Wir werden auch oft gefragt, warum das Roggenmehl geht das heutzutage, muss man ja da was anderes haben dafür. Ja, eben genau deswegen darf das nicht, das darf nicht anders sein. Es muss so bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir es so herstellen, wie das wirklich früher gemacht worden ist. Wenn die Damen bei uns am Tisch sitzen, die müssen sich eigentlich wieder alle gegenseitig auch überwachen, weil eigentlich unsere Grundidee ist es, jeder Dockel muss gleich sein. Der Name der Filzpatschen ist allerdings für Nicht-Zillertaler schwer verständlich. Wie kam es zum Dockel? Dockel ist ein Zillertaler Dialektwort. Eigentlich für einen Tollpatsch. Bei uns kann es passieren, dass beim Kartenspielen einer sagt, wenn ich was falsch ausschmeiß, du Dockel, du Blöder. Die Leute haben ja früher alte Stoffe verwendet. Oder eigentlich etwas, was nicht perfekt war. Aus der hast du einen Dockel dann gemacht. Und das war halt nicht sehr viel wert. Und da wird der Name dann entstanden sein. Der Herbst ist im Zillertal manchmal fast noch schöner als der Sommer. Für die Almbauern heißt es bald Abschied nehmen von den Bergen. Auf der Schwendbergalm kümmert sich der Zimmerer Lukas um seine Schweine. Der strenge Geruch im Stall ist für den Lukas die ganz besondere Würze. Ah, Wutzelang, hä? Die Wurzeln, ja, was machen sie denn? Heute haben sie einen Hunger, wenn es später ist, ja. Das ist ein Lebensgefühl, wie andere auf Urlaub fahren, so habe ich das hier im Stall bei mir. Die Tiere verstehen jedes Wort, ist meine Meinung. Und also mit den Tieren reden ist eines von den wichtigsten Dingen, was man als Bauer tun sollte. Wutzi, ja, Wutzi. Ja. Das ist einfach das Landleben, das. Der Duft, der ist da so. Wutz lang, hä? Wutz, 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 wutz. Wutzi, wau, wau. Wutzi, wau. Wutzi, wau. Ja, ein Gerstfutter haben wir herum. Und die Produkte, was bei uns der Abfall ist, das heißt, sprich, die Magermilch und die Jute einfach. Und halt vom dorfeigenen Bäcker. Da haben wir mal die Abfälle, die am Abend übrig bleiben, ab und zu bekomme ich die und dann kriegen das die Schweine und das ist wie ein Zuckerl für die Schweine. Also man sieht, es schmeckt ihnen.
Ich bin relativ ruhig hier, weil ich ein bisschen abgelenkt bin. Es ist auch uns Lolm, wo nicht mehr Bauern herum haben. Also Urlaub brauche ich jetzt keinen an den Sinn, weil jetzt mal, wenn ich aufhabe, das ist wie Urlaub. Also wie heute, wenn ein schönes Wetter ist und da ist es einmal lässige Sperrung und dann kommt ab und zu kommt ein Besuch daher. Es ist ja nicht so, als ich abgeschnitten bin von der Außenwelt. Das ist ja nicht das. Ich kriege ja Besuch. Und dem Lukas sein Patenkind Anna ist auch da. Das ist mein gutes Kind. Spielt gern mit der Harfe. Ja? Ja. Das ist relativ nervös. Aber das bringen wir schon hin, hä? Ja. Und danach erklärt der Godel der Anna, wie das so ist mit den Kühen. Die sind natürlich immer im Sommer ein bisschen aufgetollt, dass sie immer ein bisschen frisches Gras haben. Immer von der Höhe ein bisschen unterschiedlich. Da startet man unten, kann man rauf und dann geht es wieder unten los und können einmal rauf und dann kann man sie einmal ganz runter und dann ist der Sommer gelaufen. Was halt noch so zu tun ist in den letzten Tagen hier oben. Ja, natürlich schaut man nur, dass die Kühe gut geht alle. Den Humfung. Und jetzt trennen wir eine hier, die Gruppen zu den Bauern, wie sie es gebraucht haben. Und dann beschließt man den allen Sommer für heuer. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Sommer. In Rufweite der Schwendbergalm liegt die Skihütte der Unterbergalm. Die Almen gehören der Familie Bayer vom nahen Schwendberg. Das macht uns aus als Familie auch, dass wir einfach zusammenhelfen auf dem Hof oder im Gasthaus oder bei mir auf der Hütte heroben. Denn die Bayers leben wie viele Zillertaler vom Tourismus. Da gibt es immer was zu tun. Wie jetzt, knapp vor Start der Wintersaison. Es ist aufregend, ich freue mich schon auf den nächsten Winter. Und es ist jeden Winter, also jetzt bin ich 10 Jahre heroben und es ist jeden Winter gleich. Der Familiensitz liegt aber tiefer im Tal. Wir haben ein Gasthaus am Schwendberg. Und da arbeiten mittlerweile 4 Generationen oder leben auf dem Hof. Der Paulerhof am Schwendberg ist Gasthaus und Familientreffpunkt für 4 Generationen. Bei uns das Gasthaus ist dreht sich alles um das. Und es ist einfach schön, das Gefühl, dass es ein Zusammenhalt ist. Wir helfen alle zusammen, egal was ist. Unsere Gäste haben mehr oder weniger Freunde. Und wenn Zeit ist, wird gewartet. Vor allem die 90-jährige Oma Regina und ihre Nachbarinnen spielen hier das Tiroler Kartenspiel. Eigentlich ist das ganze alte Zillertaler Tradition mit dem Kartenspiel. Früher haben sie es oft gemacht, wenn die in die Kirche eingegangen, die Leute, das war so Brauch. Dann haben die Männer ins Gasthaus gegangen und haben gewartet bis zum Mittag. Geselligkeit ist immer angesagt im Paulerhof. Und wir jetzt? Haben wir jetzt? Nein, ja, so haben es gemacht. Nein, wir hatten einen Zaun. Die Zillertaler sind lustige Leute, muss ich sagen, und eigentlich gemütliche Leute. Zillertaler ist eigentlich ein beliebter Mensch. Bei uns im Zillertal ist die Beerdigung lustiger als in Obrintal um eine Hochzeit. Entsprechend schwungvoll klingt der Abend am Fuße des Schwendbergs aus. Bravo.
Am nächsten Tag steht viel Arbeit an. Der Bayer Stefan kümmert sich beim Paulerhof als Jungbauer um die Landwirtschaft. Sehr. Das ist sehr anstrengend. Das ist schon fast ein Ausdauertraining. Ich hab's auch von meiner Mama noch gelernt. Und die von ihrem Schwiegervater, also mein Opa. Es ist auch mit der Motormäher. Die Motormäher, es geht auch nicht überall. Unter die steilen Bergwiesen muss man es trotzdem noch mit der Hand machen. Natürlich, ich setze mich, wenn ich da eben dann eine Verschnaufbrauche brauche vom Mähen, dann setze ich mich gerne her und schaue einfach runter ins Tal. Die Luft ist rein, da ist alles einfach wunderbar. Den Zillertalblick zu genießen, dafür ist heute keine Zeit. Alle packen an, denn das Heu muss bei Schönwetter eingefahren werden und die Zeit drängt. Jungbauer Stefan schwitzt. Ich sag mal selber tun. Ja, sehr. Also die, darin ist er. Drückende Hitze und der Heißstab macht da die ganzen Atemwege ein bisschen zu. Deswegen, und es ist eine gewaltige Hitze da drinnen. Nutznießer der Heuernte ist das Rotwild der Zucht vom Baulerhof. Durch das, dass das gedörrt wird oder eben von der, getrocknet von der Sonne, kriegt das auch ein ganz, ganz anderes Aroma wie. Zum Beispiel ein frisches Gras. Die Viecher brauchen das einfach. Und die Weibler. Geh her. Kim. Schau her, du. Ja. Geh auf, Kim. Mandy, komm auf. Ich begleite sie durchs Leben, von ganz vor bis ganz nach hinten. Ich weiß, was ich da verarbeite. Und das gebe ich auch dann im Gasthaus weiter. Ende der 1960er Jahre hat alles angefangen mit dem Gasthaus bei den Bayers heroben. Die Gäste wohnten damals nicht nur hier, sie aßen auch in der Bauernküche mit. Und bis heute läuft es so mit der Gastfreundschaft am Schwendberg. Zurück in Stumm arbeitet der Stiegl Alexander gerade an den Zillertaler Ranzen. Der Federkilchsticker gilt als einer der letzten seiner Art. Entsprechend überrascht sind die Nicht-Zillertaler von seiner Arbeit. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das Handwerk ist ca. 200 Jahre alt. Also die Ranzen, die wir umhängen haben, haben 180, 190, 200 Jahre, die wir zusammengesammelt haben. Den Faden für seine Stickereiarbeit gewinnt er aus Pfauenkielen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen das Top-Secret bei der ganzen Arbeit. Das sagt eigentlich kein Sticker weiter, wie man das macht. Es ist alles Handarbeit, also mir jetzt der Vater zog und ich werde es halt nachher meine Kinder zogen. Aber sonst sage ich das nicht weiter. Vorgezeichnet werden die Muster von Hand. Fühlt sich der Alexander fast wie ein Künstler? Ach, Künstler. Nein, Künstler bin ich keiner. Ich bin ein normaler. Blöde Frage. Künstler, nein, ich fühle mich nicht als Künstler. Ich tue halt meine Arbeit und das tue ich gern. Und ich habe das von meinem Vater gelernt und das ist ja so. Bis zu 400 Arbeitsstunden benötigt ein Ranzen. Was denkt der Alexander eigentlich während des Stickens? An alle Dummheiten. Na, da hat man eigentlich viel am Kopf. Gerade nicht über der Stickerei, weil wenn man da denkt, nachher macht man Fehler. Seit dem 17. Jahrhundert sind die Stieglers bekannt als Sticker. Mittlerweile bestickte Alexander auch schon die Ranzen seiner Söhne.
Und Papa, hast du mal einen ganzen Wenger gemacht? Ja, Männer. Ja, freilich haben wir einen Wenger gemacht. Müssen wir ihn probieren, ha? Ah, ja. Seid ihr ein Ausrucken, oder wie? Nein, am Freitag. Am Freitag? Ah ja, probier schon einmal. Ja, der passt, ha? Ja, der passt gut, ja. Und du und deinen auch, ha? Ja. Müssen wir schauen. Oh, die hilft da. Bei uns ist das ein Muss. Das ist wie Samen im Gebet. Der Ranzen kriegt um. Überall im Zillertal erleben die Menschen ihre Heimat gerne in Gemeinschaft. Auch in Gerlos. Heute geht es für eine musikalische Runde aus dem Dorf gemeinsam hinauf auf den Hausberg, den Iskogel. Jeder Gerloser, die meisten haben da oben mit Skifahren gelernt, das kennt schon nicht. Also ganz die Alten, die haben noch keinen Lift gehabt, nicht? Die haben noch ein bisschen Tretteln. Im Sommer ist es ein schönes Wandergebiet, nicht? Als Kind muss man dann immer viel Pilze sammeln und Granden, sagen wir, die Preiselbeeren, nicht? Muss man sammeln, dass daheim was Gutes zu essen gibt, nicht? Und vom Berg oben sieht man dann bis zu den Duxer Voralpen und die Hoher Tauern sieht man eigentlich die meisten großen Bergzüge von Tirol. Ein Gruppenaufmarsch im Almgebiet. Echte Zillertaler unter sich. Wir sind alle berufstätig. Es gibt ja bei uns keinen Bürgermeister, der das hauptberuflich macht. Also wenn wir am Wochenende und bei solch herrlichen Tag noch definitiv Zeit haben, dann bewegen wir uns sehr gerne in der Gruppe, im Freien und genießen natürlich die Gemeinsamkeit am Berg. Eine echte Musi geht heute ab. Die Gerloser Musikanten zeigen, was ihre Bleche hergeben. Das ist ganz was Einzigartiges, wenn man das sieht, wie man bei uns das Stück angefangen hat. Das hat so langsam angefangen, das ist bei uns so eine typische Volksweise. Und natürlich, das ist klanglich ganz was anderes, wenn man das in einem Konzertsaal oder irgendwo spielt, als wie da in die Berge, wo der Hall und das Ganze von selber kommt. Und das ist einfach ein eigenes Gefühl, das was aus meiner Sicht im Herzen gut tut. Wenn jetzt einer ein Instrument spielt, da spielt man meistens noch die Noten. Bei uns haben die Notenlängen eigentlich mehr oder weniger bei einer Volksweise nicht so die Bedeutung. Das wird eigentlich aus der Emotion ausgespielt. Und da ist natürlich ganz wichtig, wenn man jetzt zu dritt, zu viert oder wie auch immer spielt, dass man sich da ein bisschen den gemeinsamen Nenner hat und das zugleich spürt und da eigentlich aus jeder Weise etwas Einzigartiges macht. Ne? Es wird fast in jedem Haushalt musiziert auch und so wie wir auch die ganzen, wir sind auch bei der Blasmusik dabei und das ist einfach drinnen und das gehört einfach dazu. Bei uns ist das schon einzigartig, wenn man sagt, wir haben jetzt ungefähr ca. 800 Einwohner im Dorf und es sind 60 Musikanten bei der Blasmusik, dann weiß man schon prozentuell, wie viele Leute das da zu der Musik stehen und das auch aktiv betreiben. Und von der Jugend wird das auch viel mehr angenommen. Wir haben auch fast über 50% bei der Musik sind unter 25 Jahren. Und da sieht man schon, dass die Jugend auch dahinter steht und das auch weiter trägt und das ist auch schön so. Nein, der hält ganz schön aus.